Warum ist es so, dass dieser Schlag mit Eisen 8 so viel einfacher ist, oder vielleicht nicht so viel, aber einfacher ist, als dieser Schlag mit meinem Eisen 4? Und das geht jedem Golfer auf der Welt so. Jetzt muss ich mich etwas konzentrieren. In diesem Video werde ich dir erklären, warum das ist. Und viel wichtiger, werde ich dir Lösungen geben und dir einen Weg zeigen, deine längeren Eisen knackiger zu treffen. Dann sind sie gerade und weiter automatisch. Die Gründe, warum das lange Eisen schwieriger ist. Natürlich ist er länger, man steht weiter weg. Aber viel entscheidender, der Loft ist viel steiler. Was bedeutet, dass der Eintreffwinkel nicht so steil sein darf. Man muss einen flacheren Eintreffwinkel haben. Dann wird die Geschichte schwieriger. Die Ballposition muss auch vorne sein, damit ich den Ball mehr in die Luft bekomme. Und das ist auch mental. Ich habe das oft in meinen Stunden gesehen. Der Golfer hat gerade mit Eisen 8, 9 wunderbar getroffen. Dann ist Eisen 6 in der Hand und es wird gedacht, der Ball muss weiter. Und dann wird schneller geschwungen. Und der Abschwung wird schnell gestartet. Nicht gut. Und dann weiß man auch, der Ball fliegt flacher mit diesem Schläger. Und dann wird versucht, den Ball in die Luft zu bekommen. Und du siehst meine Haltung. Auch nicht gut. So, das ist alles interessant. Aber was kannst du tun, um den Ball besser zu treffen? Als erstes, tee'n bitte auf. Weil was man ja möchte, ist kein Stress im Körper. Wenn ich Stress habe, angespannt bin, dann halte ich den Schläger zu fest. Nicht nur die Hände, die Schulter sind auch zu sehr angespannt. Und die Drehung ist leider nicht vorhanden. Und du wirst gleich sehen, das ist wichtig. Das Erste, was du machen solltest, ist gucken, dass deine Griffstärke so locker wie möglich ist. Aber nicht nur beim Stand, sondern während des Schwunges. Ich würde sagen, das ist viel wichtiger, hier durch den Ball lockere Hände zu haben, als beim Stand. Und wenn du das hast, mach erstmal ein paar Probeschwünge. Wirst du sofort irgendwas merken, die Hände machen mehr. Und glaubst du, das ist gut, dass die Hände mit den längeren Eisen mehr machen? Ja, es ist so. Weil sehr oft hat der Golfer den so fest in der Hand und dann sieht es so aus. Und natürlich, was passiert, ist jetzt ein steileren Eintreffwinkel. Ich möchte gucken, dass wenn mein Schaft vorher ist, beim Stand so ist, möchte ich auch im Treffmoment so sein. Und dann muss ich diesen Winkel rechtzeitig lösen. Mache Probeschwünge mit einer Hand, nur mit der rechten Hand. Und mach das langsam. Guck, dass dein Schwung gleichmäßig ist. Und spüre, wie der Schlägerkopf die Hände überholt. Vielleicht hast du Angst vor Löffeln. Das wird nicht passieren, wenn du im höchsten Punkt des Schwunges mit einer kleinen laterale Bewegung beginnst. Du siehst, der Rücken zeigt immer noch zum Ziel. Wenn ich das gemacht habe, ist Löffeln hier unten nicht möglich. Weil jetzt kann ich mit der Drehung des Unterkörpers, mit der Streckung des linken Beines passieren und das Freilassen der Hände. Und dann benutzt man hier die Sohle. Man trifft den Boden mehr mit der Sohle. Die Ballposition kann sehr entscheidend sein. Du kannst den Ball in der Mitte der Füße spielen oder sogar ein bisschen rechts von der Mitte. Aber was automatisch dann passiert, ist ein Schwung von oben nach unten. Und das mache ich, wenn ich einen Punch möchte. Nur das ist ein sehr schöner Ballflug, wenn du Wind von vorne hast, um eine gute Technik zu haben und den richtigen Ballflug. Ist es notwendig, dass du den Ball doch etwas mehr vorne hast. Aber das musst du experimentieren. Wenn das Eisen 7 ist, würde ich erstmal das tun. So, das ist direkt herzhoch. Wenn du den Ball irgendwo da hast, wo Driver und Holz 3 sind, es wird schwieriger. Alles, was nach dem Mittelpunkt passiert, ist etwas komplizierter. So nur minimal links von der Mitte. Beim Eisen 7
hast du gelernt, Ball dann Boden zu treffen. Mit diesem Schläger möchtest du eher versuchen, den Ball am tiefsten Punkt des Schwunges zu haben. Das Ziel mit den längeren Eisen ist eher, den Schlag zu machen mit wenig Divot. Oder gar kein Divot. Schaue, dass du deinen Rückschwung mit den längeren Eisen vollendest. Auch das ist notwendig, damit du einen flacheren Eintreffwinkel hast. Wenn du zu kurz wirst, dann ist steil möglich. Aber was bedeutet einen vollen Rückschwung? Das da. Du siehst, ich habe meine Hüfte benutzt, meine Schulter. Ich habe mich um meine Wirbelsäule gedreht, aber der Schläger ist trotzdem vor parallel. Das heißt, ich habe Spannung. Und warum habe ich Spannung? Weil ich in der Achse geblieben bin. Und das ist notwendig, damit ich mit einer Verlagerung beginnen kann, eine Drehung. Und ein automatisches Lösen der Hände. Und das ist der letzte wichtige Punkt. Bitte achte auch darauf, dass dein Kopf in der Mitte bleibt. Du möchtest hier unten arbeiten. Du möchtest nicht zu sehr mit dem Kopf nach vorne, weil da ist zu viel Druck auf dem linken Bein und man kann sich nicht öffnen. So, machen wir jetzt einen letzten guten Schlag. Mein Gedanke ist ein hoher Draw, das hilft mir auch. Dann komme ich ein bisschen mehr von innen. Und der Eintreffwinkel ist dann weicher. Ich denke, das ist umsetzbar und mache dein lange Eisen deine absolute Stärke in deinem Spiel. Geh auf den Platz und spiele nur Eisen vom Boden und vom Tee. Und du wirst diesen Schläger mögen, weil die Stärke dieses Schlägers ist die Genauigkeit. Wenn du mir die Wahl geben würdest zwischen einem langen Eisen und ein Rescue oder Holz, und die Aufgabe ist, ein kleines Ziel zu treffen, jeden Tag nehme ich dieses Eisen. Und glaub mir, ich habe auch meine Schwierigkeiten damit gehabt. Aber das ist Vergangenheit. Viel Spaß dabei. Das macht Spaß. Bitte Daumen hoch, falls dieses Video dir geholfen hat. Tschüss.